Herzlich willkommen zu Megazin TV. Ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast, Uwe Ochsenknecht. Uwe, Glückwunsch erst einmal. Du hast den Saal richtig zum Toben gebracht. Leute sind richtig abgegangen auf deine Musik. Ist das eigentlich ein typisches Ochsenknecht-Publikum? Ich denke wohl. Ja, doch. Also wir sind ja jetzt seit Frühjahr auf Tour, spielen immer mal wieder in verschiedenen Orten, in verschiedenen Läden. Und ich muss sagen, so wie das Publikum heute reagiert hat, ist eigentlich üblicher. Mhm. Heute waren ungefähr ein bisschen über 100 Gäste da, glaube ich. Und das ist eine Location, die nicht sehr klein ist für dich. Was sind die normalen Größen? Was heißt normal? Für mich war jetzt wichtig, ich habe seit 8 Jahren nicht mehr live gespielt. Für mich war wichtig, überhaupt mal wieder rauszugehen, unter die Leute zu gehen. Und ob das jetzt kleinere oder größere Läden sind, ist mir völlig wurscht. Mhm. Mir geht es darum, die Musik auf der Bühne wirken zu lassen. Und einfach auch, es ist eine gute Übung, einfach immer mal wieder live zu spielen. Ne? Ja. Und das ist mir das Wichtigste. Ob da jetzt 100 Leute da sind oder 800, wir haben zum Beispiel gespielt in Stuttgart, da war 50 Jahre Baden-Württemberg-Feier. Mhm. Und da waren, ich glaube, 40.000 da. Auch schön, auch gut. Wow. Aber was so ein großer Event hat, natürlich nicht diese Intimität von so einem kleinen Laden. Ne? Und das macht immer wieder sehr viel Spaß. Die CD draußen, Singer heißt die, das ist die vierte mittlerweile. Wie hat sich jetzt eigentlich unser Ochsenknecht geändert zu seiner ersten CD, die auch Ochsenknecht hieß, glaube ich? Ja. Na, die allererste CD, das ist mittlerweile 10 Jahre her, glaube ich. Genau, Jubiläum, 10-jähriges im Jahre 2002, 10 Jahre Ochsenknecht als Sänger. Und bei der ersten CD, da musste einfach rausgebrüllt werden, was jahrelang aufgestaut war. Ja, da ging es noch nicht um Schönheit, da ging es einfach um Power und yeah und so. Und nach der vierten CD, jetzt, die ich jetzt gemacht habe, habe ich also nicht mehr so einen Druck und habe es nicht mehr so nötig, jetzt irgendwie den Sänger rauszukehren, sondern ich kann die Songs bedienen, ich kann relaxter singen und weiß auch, was meine Stimme leisten kann. Und insofern ist das Ganze für mich jetzt auch viel relaxter. Wenn du weißt, was deine Stimme leisten kann, und ich kann dir auch was sagen jetzt, heute waren ungefähr 20% Musiker da. Aha. Aus Ingolstadt, 20%. Das ist Musikerpolizei, oder? So ungefähr, ja. Und die waren da und ich muss sagen, die sind hergekommen und gesagt, wow, bin entweder positiv überrascht oder genau so habe ich mir erwartet. Das freut mich. Also das ist natürlich auch mit ein Grund, warum wir durch die Lande ziehen hier, weil viele noch gar nicht mitgekriegt haben oder nicht mehr mitgekriegt haben, dass ich auch mit Musik beschäftigt bin. Ne? Und insofern ist das ein guter Effekt, wenn das so einen Effekt hat. Ne? Kann ich auf jedem Gebiet genial sein, nicht wahr? Aber Multitalent ist er schon in gewissermaßen. Also auch die Musik heute, das war auch Multikulti. Du hast 70er Jahre, 80er Jahre, 90er Jahre drinnen gehabt, gecoverte deine eigenen Stücke. Beschreibt das eigentlich in gewisser Form auch den Ochsenknecht, diese Vielfältigkeit? Ja, ich finde, also das, ich weiß nicht, was zuerst da war, ob das jetzt an meiner Person liegt oder an der Schauspielerei. Ich finde, unabhängig von der Schauspielerei, sollte jeder Mensch diese Offenheit haben und die Neugier haben, mitzukriegen, was sich da draußen in dieser Welt tut. Ja? Und das ist halt alles wahnsinnig verschieden und bunt. Mhm. Ja? Und warum soll man sich da nicht bedienen? Also ich werde den Teufel tun, mich auf einen Musikstil festzulegen. Es gibt so viele Variationsmöglichkeiten, was du heute auch gesehen hast, was wir gespielt haben. Und das macht Spaß, sich irgendwie da aus dem Regal des Musiksupermarktes einfach zu bedienen. Ne? Und das werde ich auch weiterhin so halten.
Schauspieler Uwe Ochsenknecht, was macht er gerade zurzeit? Ja, zurzeit bin ich mit der Band ein bisschen unterwegs und als nächstes Projekt, was Schauspielerei betrifft, mache ich mit meinem alten Kumpel Heiner Lauterbach, spielen wir Theater. Seit langer Zeit spiele ich jetzt mal wieder Theater in München. In der Komödie im Bayerischen Hof spielen wir ein seltsames Paar. Also das Theaterstück, wo man natürlich den Film kennt von Walter Matthau und Jack Lemmon. Das werden wir spielen. Doris Derrier macht einen Film daraus. Wer bist du dann von den beiden? Ich bin der, der Felix heißt. Felix ist der Penible. Ganz genau, hey, kennt sich gut aus. Hey, der Mann hat Kultur. Hey, das war meine Jugend, da wo ich damals... Ja, du wisst schon. Ja, und da haben wir dann Mitte November Premiere, machen dann den Film, tagsüber, abends spielen wir und dann geht das bis Anfang Februar. Dann spielen wir noch in Berlin, 2 Wochen in Hamburg, 2 Wochen und dann ist März und dann gucken wir mal, was bis da gelaufen ist. Und in der Zwischenzeit werde ich schauen, dass ich mit meinen Musikern schon an neuen Projekten auch wieder arbeite. Ne? Wann kommt da der Longplay raus? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Die Plattenfirmen in Deutschland haben natürlich jetzt alle irgendwie die Hosen voll und alle kein Geld mehr. Ne? Ja. Und singende Schauspieler sind momentan auch nicht so gefragt. Ja, das hat auch sicher Gründe. Da sage ich jetzt nichts im Detail dazu. Insofern leiste ich hier auch ein bisschen Basisarbeit, ne? Dass man also sieht, dass es auch Schauspieler gibt, die singen können, die auch mit Musik umgehen können. Und das ist mir schon wichtig, weil es gibt so ein paar Leute, die haben mir wirklich den Musikerjob ein bisschen versaut. Ja, das muss ich jetzt versuchen, wieder gut zu machen. Aber ich finde geil, Herbert Grönemeyer ist wieder da und zwar so gut wie nie zuvor. Und aber er kommt nicht nach Ingolstadt. Er kommt nicht nach Ingolstadt. Er ist auch ein geiler Schauspieler und ich finde es toll, nachdem was er alles durchgemacht hat, dass es jetzt für ihn wieder nach vorne geht. Aber der kommt nicht nach Ingolstadt. Der wollte kommen, dann kommt er her und sagt, die Bühne gefällt, das gefällt mir hier nicht. Ja, ich denke nicht, dass er sagt, das gefällt mir hier nicht. Ich meine, wenn man so erfolgreich ist, dann muss man natürlich versuchen, das zu polarisieren. Dann macht man halt 3-mal Olympiahalle in München, dann muss man von Ingolstadt hinkommen und das lohnt sich aber dann auch. Hast du Kontakt zum Grönemeyer oder zum Semmelrogge noch? Semmelrogge, ja, Grönemeyer die letzten Jahre nicht mehr. Ich glaube, der hat auch ein bisschen Ruhe gebraucht die letzten Jahre. Weißt du eigentlich, wo Bernd Eichinger herkommt? Kommt er nicht aus Ingolstadt? Ja, eigentlich schon. Neuburg ist sowas wie Ingolstadt, 20 Kilometer von hier. Also, Bernd Eichinger kommt von hier. Uwe Ochsenknecht ist gerade hier. Martin Semmelrogge war vor kurzem hier und beinahe hätten wir auch Grönemeyer bekommen, hat aber nicht ganz geklappt. Was aber klappt, ist deine Karriere und ich wünsche dir weiterhin, man kann dir gar nicht mal Erfolg wünschen, du hast einfach Erfolg. Doch, komm schon noch. Immer, man kann mal nie genug von haben. Okay, dann wünsche ich dir davon viel, viel Erfolg. Ach, und klar. Ja, bis zum nächsten Mal, das war Uwe Ochsenknecht, Magazin TV. Tschüss, ciao, wir sehen uns wieder.